Hallo meine lieben Singles, hier ist eure Yonanda und es ist Zeit, dass ich für euch mal wieder ein Orakel reingebe. Für die, die wirklich Single sind oder eben offen sind für eine neue Beziehung. Es kann auch sein, dass du dich in einer Beziehung befindest, wo du sagst, ach, ich bin hier gemeinsam einsam, eigentlich bin ich schon lang bereit für was Neues. Wo ganz einfach eine Offenheit da ist für das, was da auf dich zumarschiert. Da bin ich mal gespannt, ob jemand auf dich zumarschiert. Und ja, da wollen wir doch direkt mal die Tarotkarten fragen. Ich habe den Ethereal Visions Tarot bei Matt Hughes. Den finde ich immer super geeignet für die Single-Orakel. Und wir wollen einfach mal schauen, in welcher Energie du dich gerade befindest, welche Energie dein Feld verlässt und vor allen Dingen, was auf dich zukommt. Ne? Und zur Klärung nehmen wir noch die Mondrunen. Also alle herzlich gegrüßt, die wieder da sind, hier sind und mit uns sind. Und natürlich begrüße ich auch aus ganzem Herzen alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. So, du bist also ein Single und fühlst dich so. Ne? Bist offen für was Neues. Und was kommt denn da so auf dich zu? So, worum geht es denn hier überhaupt bei dir? Worum geht es bei dir? So, das hätten wir schon einmal. Ach ja, The Artist. Ne? Also du bist hier wirklich so am Spekulieren. Hier sitzt ja jemand, ne, und er schaut darüber. Entweder bist du so froher Erwartung und völlig offen, was auf dich zukommt, oder es ist tatsächlich so, dass du schon beobachtet wirst. Dass dich also jemand aktuell ganz genau im Visier hat. Ne? Das könnte so ein künstlerischer Typ sein. Also wenn du das selbst bist, dann bist du ein kreativer Mensch, vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Chaot, ne? Oder dein Leben ist gerade so ein bisschen chaotisch. Oder der da zu dir rüberlinst, das könnte so jemand sein, der eben auch so ein bisschen chaotisch drauf ist, der vielleicht auch künstlerisch ist, der gerne kreativ ist und vielleicht auch so einen Tag reinlebt. Ne? So könnte man es sagen. Schau mal, ob du hier schon in Resonanz gehst. Aber hier, ja, hier ist ja so eine Offenheit da. Also diese Karte zeigt mir eine absolute Offenheit. Es kann auch beides sein. Es kann auch sein, dass ihr euch hier gegenseitig schon im Visier habt und anzieht und beobachtet. Es ist halt noch nicht so ganz klar. Hier sind noch so ein paar Wölkchen. Ne? Aber kann sein, dass hier wirklich eine Energie in deinem Feld ist, dass zwei sich anziehen. Also jemand schaut schon rüber, du bist auf der anderen Seite. Ja, und von seiner Seite aus gesehen, also von seiner Seite aus gesehen, bist du auf der anderen Seite und von deiner Seite aus gesehen, wäre er auf der anderen Seite, er oder sie. Ihr seht euch noch nicht, weil ein Wölkchen dazwischen ist. Aber was ist denn ein Wölkchen? Wolken sind feinstes Wasser, was sich so leicht gemacht hat, dass es mit dem Element Luft harmoniert. Ne? Und wenn das Wölkchen zu schwer wird, geht es als Regen hernieder und dann ist die Sicht wieder klar. Sind wir mal gespannt, ob da die Gefühle vom Himmel auf die Erde kommen. Schöne Deutung, gell? Ach so, die Rune. So, oh, hier, die muss erst nochmal rein. Jetzt geht's los. Wir fragen die Mondrunen. Wenn du Interesse an diesen Runen hast, du findest den Link zum Shop in der Infobox. Das sind die Mondrunen bei mir, Yonanda. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. So, welche Mondrune wird denn da mit diesem sich gegenseitig anziehen und schon rüberklotzen? Hier, die Luft, die Ansus, das ist ja wohl der Oberbürner. Ich habe ja gerade noch gesagt, ein Wölkchen ist ein Wasser, was ich so leicht machen kann, dass es mit dem Element Luft harmoniert. Und dann haben wir hier auch prompt die Rune der Luft, das ist nämlich die Ansus, das ist die Rune der Götter. Das heißt schon mal, deine Situation wird von oben geführt und die steht auch für Kommunikation. Ne? Also vielleicht liegt hier tatsächlich für dich in Bälde, weil es liegt in deiner Jetzt-Energie eine Kommunikationsenergie drin. Ne? Austausch durch Sprache. Kann sein, dass hier jemand auf dich zukommt. Oder du kommst auf jemanden zu. Das kann auch, also die Artist kann auch, das kann auch so eine Energie sein, die im Äther schon vorhanden ist, weil wir haben hier auch durch die viele Luft dieses Ätherische. Was bedeutet Äther? Äther bedeutet Raum. Das heißt, hier steht eine Energie im Raum. Und zwei ziehen sich möglicherweise an, sehen sich aber noch nicht. Durch die Ansus-Rune liegt hier Kommunikation in der Luft.
Wenn die Wolke zu schwer wird, regnet sie runter. Etwas erdet sich, Gefühle kommen vom Himmel auf die Erde. Und es kann tatsächlich sein, dass du jemandem begegnest, vielleicht in dem Moment, wo du gerade einkaufen willst und ein Einkaufswagen klemmt. Ne? Also du stehst so bei den ganzen Einkaufswagen, machst da deinen Taler rein oder hier so einen Chip, ne? Und, und hängst da dran, das Ding klemmt. Ne? Und in dem Moment kommt ein netter Mensch und sagt, kann ich Ihnen behilflich sein? Das sind halt so Beispiele aus dem Leben. Ihr guckt euch an, ihr guckt euch in die Augen, ja, und in dem Moment merkst du gar nicht, dass dir der Mund offen steht, weil du denkst, boah, was ein Gerät, ne? Und er denkt sich, wow, wie sie am Einkaufswagen zappelt, ne? Also irgendwie so. Das können so Begegnungen sein, die dann ganz einfach vom Himmel zusammengeführt werden, ne? Gott sitzt am Ruder, das ist Odins Rune. Ne? Odin passt auf, so, das mal so zu sagen. Jetzt wollen wir mal schauen, ist ja spannend, gell? Welche Energie geht denn raus? Welche Energie geht denn raus, ist abgelöst, abgehakt, abgefrühstückt? Hier ist sie. Ah, die Mäßigkeit. Du hast hier also in der letzten Zeit, Zeit ist relativ, kannst du auf dich schauen, wie lange du gebraucht hast und wie lang dieser Zeitraum ist, gefühlt, ne? Du hast hier viele Dinge in dir geheilt. Du bist wieder ins Gleichgewicht gekommen. Und da sagen die da oben jetzt, grüner Haken dahinter, jetzt ist sie wieder im Gleichgewicht oder er eben, je nachdem, ob du männlich oder weiblich bist. Und jetzt ist hier die Möglichkeit, weil hier ganz einfach viel Altes geheilt wurde, dass was Neues kommen kann. Ne? Das ist doch genial. Also hier hast du ganz einfach gelebt, geliebt, gelöst und geheilt. Heilen kann man ja nur dann was, wenn man etwas Schmerzhaftes erlebt hat. Heilung kann nur dann geschehen, wenn Schmerz vorausgeht. Also du hast vielleicht hier tiefe Wunden, alte Wunden, frische Wunden, neue Wunden, was auch immer, in dir geheilt. Bist zurück in deine Mitte gekommen, grünes Häkchen, jetzt läufst du wieder rund, ne? Kann abgehakt werden. Welche Rundenenergie hast du denn gelöst und geheilt? Kann denn abgehakt werden? Haben wir auch schon? Die Gebo, Gleichgewicht, habe ich es gerade gesagt. Ist immer spannend, ne, wie die sich ergänzen. Du bist jetzt wieder in deinem Gleichgewicht. Deswegen hast du ein grünes Häkchen dahinter, kann weg. Ne? So, ups. Kann weg. Bleibt die neue Möglichkeit, die neue Offenheit und Gott sitzt am Ruder. Jetzt bist du neu und offen für Neues. Ja, du bist neu und offen für Neues. Finde ich richtig gut. So, jetzt sind wir mal gespannt, wenn jetzt da diese Begegnung stattfindet, ne? Aus dem Leben, live aus dem Leben, in so Kleinigkeiten, ja, so eine Begegnung, die wirklich so aus dem Nichts kommt. Das war jetzt eben nur ein Beispiel mit den Einkaufswagen, ich meine es ja nur mal. Was bringt denn diese Energie mit sich? Was kommt denn da auf dich zu? Mit diesem chaotischen Freigeist, der vielleicht auch du selbst bist, dann ziehst du natürlich auch sowas an, gell? Also du ziehst ja immer das in dein Feld, wo deine Seele mit in Resonanz geht, auf irgendeiner Ebene. So, da kommen die Neun der Stäbe. Also das bedeutet, wenn hier wirklich eine Begegnung stattfindet, hier kommt jemand in dein Leben, der hat auch schon viel erlebt. Ne? Der musste auch, also genau wie du schon viel gelebt, gelöst, geliebt und geheilt hast und Verletzungen, neue und alte, in dir geheilt hast, kommt jemand in dein Leben, der das auch getan hat. Die Neun der Stäbe ist eine Karte, also zum einen, die steht auch so ein bisschen für Vorsicht. Also da hat jemand schon viele Beulen in der Rüstung. Aber auf der, genau auf der Ebene zieht ihr euch möglicherweise an. Das ist auch ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht. Die Kopfbinde steht hier auch für verbundene Gedanken. Das ist so ein bisschen die Kabbala-Deutung. Es sind verbundene Gedanken. Das ist also ein Mensch, der sich was dabei denkt, der nichts einfach so macht. Wenn dieser Mensch sich auf dich einlässt, dann, weil er es wirklich will. Weil der hätte hier tausend Gründe zu sagen, ich bleib lieber in meiner Komfortzone. Er kommt aber auf dich zu. Ne? Also das ist hier schon sehr nah. Es ist im Äther. Diese Begegnung steht im Raum. Wenn du hier in Resonanz gehst, das muss ich halt bei einer allgemeinen Legung immer dazu sagen. Aber die Grundenergie hier im Yonanda-Kollektiv, die ist so. Also die Möglichkeit im Kollektiv ist jetzt richtig gut. Ne? So.
Und es kann sein, dass diese Person dich auch schon länger beobachtet, hat sich vielleicht die ganze Zeit selbst zurückgehalten, weil sie sagt, boah, ich habe hier schon echt eine verbeulte Rüstung und wenn ich mich jetzt wieder auf was Neues einlasse, gibt das vielleicht hier den nächsten Kratzer im Lack, ne? Aber wenn ihr euch hier begegnet, ist dieses Treffen herbeigeführt. Ne? Also es kann sein, dass hier entweder auf energetischer Ebene oder aber auch auf weltlicher Ebene schon ein Beobachten stattfindet und der Himmel führt es zusammen. Gott sitzt am Ruder und dann geschieht diese zufällige Begegnung und man denkt sich dann noch, es gibt's doch nicht. Jetzt begegne ich dem auch noch. Ne? Und diese Person hat aber auch schon wieder viel in sich geheilt. Also acht der Stäbe stärken ihr den Rücken und der neunte wird gerade bearbeitet. Und der neunte Stab ist vielleicht der Schritt in deine Richtung. Ne? Dieses mache ich es oder mache ich es nicht. Ich habe ja auch schon viel gelernt, aber da bei dir die Heilung rausgeht, kannst du auch sicher sein, dass die Person hier auch geheilt ist. Ihr zieht euch an auf eine Heilungsebene. Es kann auch sein, dass ihr den neunten Stab zusammen meistert und bearbeitet, weil ihr euch ganz einfach gegenseitig heilen könnt. Ne? Manchmal ist es eben auch so, du ziehst einen Menschen in dein Leben. Warum? Weil du genau das hast, was dieser Mensch braucht. Ne? Du verfügst über eine Kraft, die er braucht. Zum Beispiel, du hast ganz viele Nüsse gehamstert. Ne? Du bist so das Hörnchen, was auf so einem großen Berg Nüsse sitzt. Und dann kommt jemand in dein Leben, der hat nur eine einzige Nuss. Mit der kann er natürlich nicht lange überleben. Und jetzt hast du ganz viele Nüsse. Ne? Und er sieht, oh, da ist das Schlaraffenland. Ne? Da werde ich genährt. Da ist genug da, da gibt es genau das, was ich brauche. Und ich meine damit jetzt keinen Energieräuber, sondern ich meine tatsächlich so, wie ich sage, jemand, der in einem bestimmten Defizit ist, weil er nur noch eine Nuss hat, wird in dein Feld gezogen, weil du einen Berg Nüsse hast. Ja? Also auf so einer Ebene kann man sich auch anziehen. Es das heißt ja immer, gleich und gleich gesellt sich gern, das stimmt. Es ziehen sich aber auch Gegensätze an. Im Gegensatz kann auch sein, deine Fülle und sein Mangel. Ne? Viele Nüsse, eine Nuss. Auch das passt zusammen, weil du hast so viele Nüsse, die könntest du gar nicht alle alleine essen. Die würden vergammeln. Irgendwann ist in jeder Nuss dann der Wurm drin. Ne? Und auch da können zwei sich eben ergänzen auf irgendeine Art und Weise. Ne? Ja, es ist sehr spannend. Mit welcher Rune kommt denn der auf dich zu? Der Beobachter. Ne? Der dich möglicherweise schon länger im Auge hat. Ja. Mit der Algis, also der wird geführt. Was ich sehr interessant finde, wir haben hier beide Runen drin, die ganz klar sagen, Gott sitzt am Ruder. Das ist zweimal die himmlische Führung. Der ist halt offen, ne? Die Algis ist auch wie so ein Trichter, wo die Energie straight durchfließt. Da ist eine Offenheit da. Und hier wird geführt. Also hier greift der Himmel ein. Die Algis ist für mich auch die Rune der Christusenergie. Das ist der Draht nach oben. Ne? Und wenn man einen Draht nach oben hat, dann läuft die Energie auch durch den Trichter von oben nach unten. Die Person hier wird geführt. Und die ist auch, also ich finde diese Person sehr attraktiv, ja. Weil das ist ein Mensch, der im Leben halt sich auch den Dingen gestellt hat. Der hat schon einiges von Latz gekriegt, ne? Aber der hat das gemeistert, der hat sich wieder aufgestellt. Das sind starke Persönlichkeiten. Das ist jemand, der halt auch einfach gelebt hat. Das ist der Kater mit den zerfetzten Ohren. Ja, der hat sich halt auch mal im Gemenge. Der stellt sich den Dingen und der trägt seine Blessuren davon, aber der schnurrt sich immer wieder gesund. Ne? Das ist ein Lebemensch. Das ist ein Lebemensch. Das sind die schönsten Menschen. Das sind die, die sich konfrontieren und die Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen. Ja, wie wunderschön ist doch eine Seele, die sich geheilt hat, oder? Also das ist hier, ja, das meint auch, wer überhaupt? Das ist doch des Knödels Mauns, oder? Baldur, schweigt doch zurück. Das ist hier wirklich, das ist eine geheilte Seele. Das sind für mich die allerschönsten Seelen.
die einfach auch eine Geschichte zu erzählen haben. Also wenn hier jemand in dein Feld kommt, der ist außergewöhnlich, genauso außergewöhnlich wie du. Ne? Das ist so meine Botschaft an die lieben Singles. Ich bin hier auch schon auf dem Punkt. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude damit machen. Ich bin gespannt, was so passiert aus dem Alltag heraus. Hier schaut schon jemand, also hier ziehen sich zwei an. Hier steht was im Raum. Das kann im Moment energetisch sein, aber das Regenwölkchen wird schwerer und schwerer und wird als Gefühl auf die Erde sich entleeren. Ich bin sehr gespannt und würde mal sagen, wenn du hier sagst, ich bin hier in einer guten Energie, gib der mal Zeit, weiter so. Also das ist hier so ein offener Raum, wahre dir den. Ne? Unabhängig davon, wann diese Legung für dich jetzt zutrifft. Ich kann euch keine Zeitangabe machen. Zeit ist relativ. Ne? Es ist das Sein. Aber wahre dir diesen Raum. Das ist ein richtig guter Raum, weil du bist offen. Und dann kannst du auch, wenn du offen bist, dann ist dein Herz offen, dann ist deine Tür offen und dann kannst du auch empfangen. Ne? Wenn du nicht offen bist, bist du verschlossen. Und wenn du dicht bist, dann kommt nur Strahlen. Da hast du sie schon dicht gemacht. Ne? So, das war der Tagestipp vom Jonandachen. Ich freue mich über eure lieben Kommentare. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr meine Videos teilt, mir ein Abo dalasst, whatever. Und heute ist Neumond. Ne? Ich wünsche euch einen wundervollen Neuanfang auf diesem Weg. Bleibt offen. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Jonanda TV.